Gestern Abend wurde in der Messe Frankfurt der Live Entertainment Award vergeben. Das ist ein interessanter Abend. Ich bin ja eigentlich immer hier, wird immer größer, die Veranstaltung. Ne? Lea, gut gemacht, sehr informativ und so. Und ja, ein bisschen feiern. Ne? Hoch die Tassen, keiner weiß Bescheid. Okay. Ne? Das, was jetzt hier passiert, ist eine Bühne, die man in der Form deshalb nicht kennt, weil hier verschiedenste Räume gebaut werden auf der Bühne. Mal klein, mal groß, mal Kamerabühne, mal große Bühne. Und das verschiebt sich automatisch. Und es sind alles LED-Wände, die ein 3D-Feeling vermitteln. Ausgezeichnet werden hier die ganzen Teams, die hinter den erfolgreichen Live-Events des letzten Jahres stecken. Ich finde es ja wirklich super, dass hier mal die Leute, die so eine Tour organisieren, ne? Das hinkriegen, dass so eine Tour überhaupt stattfindet, mal ausgezeichnet werden. Ich muss nicht immer auf der Bühne stehen. Ich bin trotzdem aufgeregt. Ich bin immer aufgeregt. Ne? Ich muss wahrscheinlich auch ein bisschen was quatschen gleich und so. Und live ist für mich so das Allergrößte. Und deswegen geht der Puls schon auf 100, 180. Bei den Musikern kommt der Preis fantastisch an. Auf der Bühne ist immer noch für sie die Königsdisziplin. In einer Live-Show ist man jetzt. Und das fällt mir auch immer wieder schwer im Leben, den Moment zu leben, in der Gegenwart zu sein. Aber in einem Konzert geht das gar nicht anders. Das ist so echt und so cool. Deshalb, also ich glaube, das hält mich auch jung und irgendwie wach im Geist, so das Live-Spielen. Die Leute, wenn ich denen dann so in die Augen gucke, und ich sehe die ganze Liebe und Zuwendung, ne? Diese Connection, die wir haben, ja? Alle gut angestormt mit ordentlich Udopium. Dann kann nichts mehr schief gehen. Auf der Bühne kommen wir halt nach Hause. Also auf der Bühne ist der Ursprung der Musik, mit den Menschen, das im direkten Kontakt sein. Das ist das, woher wir kommen und was wir immer lieben werden und was auch immer, gerade in Zeiten wie heute, wichtiger wird denn je, dass Menschen zusammenkommen und zelebrieren. Live ist das Eigentliche. Alles andere sind nur Hilfsmittel. Alles andere, ob das Tonträger sind oder ob das Radio ist oder was auch immer, Videos, live. Wie der Fußballer sagt, entscheidend ist auf dem Platz.